Hey Leute und herzlich willkommen zu Part 14 unserer F1 2021 MyTeam-Karriere hier auf meinem Kanal. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut ihr da auf alle Fälle nochmal rein. War ja in Monza der große Preis von Italien. Und wir haben tatsächlich nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder Punkte geholt. Also das auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Rennen. Außerdem gab es noch einen sehr, sehr spektakulären Crash, also falls ihr es noch nicht getan habt, checkt den Part auf alle Fälle nochmal aus. Aber ja, nun steht diesmal der große Preis von Russland an. Aber davor können wir nochmal schnell ein paar Dinge machen. Und zwar habe ich hier, als ich mich nochmal wieder letztens bisschen durch die Menüs geklickt habe, hier noch was entdeckt, und zwar Fahrerboni. Können wir zum Beispiel hier die Fahreranerkennung wird um 10% erhöht und so. Motorabnutzung um 10% reduziert. Schalte zusätzliche Interviewantworten frei. Und Ressourcenpunkteinkommen wird um 10% erhöht. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen auf alle Fälle alles einmal. Einfach, weil es sich, glaube ich, schon lohnt. Kostet auch nicht unendlich viel Geld. Und ich glaube, da können wir auf alle Fälle alles mal ein Level weitermachen. Ich glaube, sonst steht aber nicht mehr so viel an. Ein paar Aktivitäten können wir hier noch machen. Teamanerkennung ist auf alle Fälle immer sehr, sehr gut. Fahreranerkennung. Der Konzentration vom zweiten Fahrer. Oder was machen wir? Eieiei. Oder warte mal, wir gehen. Dafür ist Moral besser wert. Ja, und dann meinetwegen das noch oder irgendwie so. So. Dann würde ich mal sagen, glaub, vergessen habe ich jetzt nichts mehr. Gehen wir einfach mal weiter. Und wir haben tatsächlich ein Ereignis in der Marketingabteilung braucht hier Hilfe Marketingabteilung. bei einer Entscheidung. Also entweder Anerkennung 1000 plus für den zweiten Fahrer, aber dafür minus 7 bei der Rennkunst beim zweiten Fahrer oder eben nicht. Ich glaube, ich gehe da auf nicht, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass seine Rennkunst sinkt. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Ja, ganz toll. Hat mir leider jetzt nichts gebracht, ne, aber ich für 1000 Anerkennung für ihn persönlich möchte ich jetzt nicht, dass er noch schlechter wird, als er eh schon ist, weil ich glaube, jetzt durch das Update ist er sogar nochmal wieder schlechter geworden und hat gerade mal eine Wertung von 66, also Doll ist definitiv anders, aber ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier gleich mal weiter. Teamaufbau, bla bla bla. Ein paar Ressourcenpunkte, aber damit können wir so rein gar nichts anfangen, oder? Haben wir es überbekommen? Ne, oder doch, so. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Genau, jetzt haben wir hier noch ein Chassis-Upgrade gekriegt. Damit sind wir jetzt, glaube ich, wieder ziemlich genau auf der Höhe von Alfa Romeo. Es geht bei denen auch, oder? Obwohl, na, glaubt, der Graph hier wurde noch nicht wieder aktualisiert. Ihr seht, es ist sozusagen so ein bisschen hin und her. Alfa Romeo hat jetzt sogar kurz mal Alfa Tauri überholt, also irgendwie Alfa Tauri in der Entwicklung sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Aber ja, ein paar Sachen kommen dann jetzt auch bald wieder rein. Noch ein großes Chassis-Upgrade und großes Aerodynamik-Upgade, das wäre dann ja höchstwahrscheinlich irgendwie für das nächste Rennen oder dann das Rennen danach in Singapur reinkommen. Das wäre natürlich auch nicht ganz schlecht, wenn wir da dann nochmal wieder ein bisschen was haben. Aber ja, ich würde mal sagen, ich mache wieder schnell das Training und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also konnten wieder erfolgreich das Training absolvieren, haben diesmal selbst 660 gekriegt, eben plus wegen diesen plus 10%. Insgesamt 860, ich könnte noch 200 Punkte mit dazu gebracht. Ja, Rabatte kriegen wir auch wieder ein paar. Vor allem diesmal bei der Aerodynamik, was auch nicht ganz schlimm ist.
Und ja, ich glaube, irgendwie war jetzt auch in diesem Patch auch noch irgendwas rausgekommen, dass jetzt beim schnellen Training die Teile nicht so schnell, ja, eben abnutzen. Weil das ging ja eigentlich immer schon extrem schnell. Deswegen da auf alle Fälle, glaube ich, auch nochmal ein Patch, was auch ziemlich gut ist. Aber ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir nochmal kurz, was wir denn schon mal so vielleicht in der Entwicklung verbessern können. Auf alle Fälle soll es schon mal übers Wochenende trocken bleiben, so viel schon mal die Info. So, was können wir dann noch machen? Eigentlich müssen wir noch weiter, immer weiter beim Chassis machen. Was nicht, so ein großes Upgrade. Dann kommt das Kleine dann rein, das wird auch erst nach Japan reinkommen. Können wir auch das Große machen. Weil beim Chassis müssen wir auf alle Fälle mal weiterkommen. So, aber ja, dann würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, gehen rein ins Qualifying. Ich weiß nicht, Russland, glaube ich, so eine Strecke. Oh, wenn ich da in Form bin, kann ich da auch halbwegs gut fahren. Wenn ich da nicht in Form bin, kann ich da nicht fahren. Aber wir schauen einfach mal, was wir erreichen können. Ja, an dieser Stelle ist leider irgendwie im Qualifying die Aufnahme abgebrochen. I have no idea why. Ja, auf alle Fälle daher jetzt sieht das Qualifying nicht, sondern wir gehen gleich ins Rennen rein. Ich weiß nicht, wieso das nicht aufgenommen wurde, das Qualifying. Ja, aber ich kann nur so viel sagen, wir sind irgendwie in Q2 gekommen, also jetzt nichts allzu Besonderes. Das ist ja mittlerweile eigentlich so ziemlich Business as usual, aber ja, tut mir natürlich so leid, aber jetzt geht's dann auf alle Fälle rein ins Rennen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß auf alle Fälle. Und dann schauen wir mal, was wir hier in Russland hinkriegen. Ja, und los geht's. 3, 4, 5 rote Lichter für den Russland Grand Prix hier in Season 1. Und los geht's. Und raus aus Position 11. Hier gestartet. Gab noch ein paar Penalties. Ja, und das ist aber leider kein allzu überragender Start. Vielleicht kommen wir zum Kurve 1 wieder was machen, wie wir es immer so schön schaffen, und ja, wir können es so ein bisschen durchtanken, zumindest wieder zurück auf Platz 11. Wo konnte der dann noch vorbei, wie gekommen ist wieder, aber auf alle Fälle schon mal keine Position verloren, das ist ja auch schon mal was. Auf alle Fälle qualifiziert hatten wir uns irgendwie auf Platz 13 oder so. Dann noch irgendwie zwei mit Penalties, deswegen sind wir jetzt eben von 11 gestartet. Jetzt hier weiter. Vielleicht können wir gleich noch mal, wenn es in irgendeine etwas langsame Kurve geht, denn auch gegen Ocon den Dive machen. Wer weiß, was da geht. Vielleicht jetzt sogar gleich am Ende von der Geraden hier schließen, schon mal mit ERS auf ihn auf. Können wir jetzt hier in, das ist eine langsame Kurve rein. Jo, können wir dann vorbei an ihn haben jetzt Perez vor uns, den Mexikaner. Mal schauen. Aber er nun im Red Bull. Ich glaube, da sind wir doch noch langsamer. Denke, sag ich jetzt einfach mal so. Ich meine, wer weiß, aber nein. Eigentlich soll es da nicht ansatzweise die Möglichkeit geben, dass er den jetzt überholt bekommt. Nochmal mit ERS, aber das können wir vergessen. Das müssen wir sogar eher noch wieder gegen Ocon verteidigen, der da jetzt hinter uns ist, also den 10. Platz eben verteidigen. Runde 2 zu 3 hier jetzt auf der langen Hauptgerade. Hier mit dieser kleinen Kurve, jetzt auch schon die ERS eröffnet. Also Ocon eigentlich keine großen Probleme da uns vorbeizuziehen, aber wir können da doch noch außen rum durch diese Kurve, da ihr habt es gesehen, richtig knapp noch wieder zurückkommen gegen ihn. Aber ja, gleich die nächste Gerade wieder mit DRS. Und jetzt entwickelt sich das wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie ein Monster mit der Schikane da nach der Hauptgerade. Kommt jetzt ein ganz große Dive rein, kommt sogar ein bisschen weit raus.
Kann Ocon da jetzt an uns vorbeiziehen? Nee, wir können doch wieder gerade so vor ihm bleiben, aber. Ja, wenn das so weitergeht, ist das nur eine Frage der Zeit, bis er an uns vorbeikommt. Jetzt Perez auch schon fast 3,5 Sekunden entfernt von uns. Also, na. Ich weiß nicht, wie das so wird. Jetzt nicht geschnitten, geht gleich weiter auf den nächsten Geraden. Jetzt wieder Ocon und auch Alonso davor. Ihr seht so richtig, da hat sich richtig so ein Zug hinter uns gebildet. Und ja, jetzt attackiert Ocon da wieder. Versucht an uns vorbeizukommen und wir wieder außenrum an verteidigen. Kommen dann jetzt mal ein bisschen weiter raus. Also, im Normalfall hätte man vielleicht schon den Notausgang benutzen müssen. Aber ja, wir gucken auch mal nach vorne. Da haben wir gerade Verstappen, der das Rennen führt. Aber kann das noch lange halten? Jetzt Bottas, der da an ihm versucht vorbeizuziehen. Mit DRS. Verstappen versucht auch da außen zu verteidigen. Genauso wie ich es die ganze Zeit mache. Jetzt hier in diese langgezogene, schnelle Kurve. Kann sich Bottas da auf den auch weicheren Reifen durchsetzen. Jetzt Bottas in. Kann Verstappen da noch außen gegenhalten. Aktuell noch. Aber jetzt hat Bottas doch geschafft, oder? Nein, es geht immer noch weiter. Hier jetzt schon den ganzen ersten Sektor durch. Dahinter ist auch Hamilton und Ricardo. Also Ricardo, der gerade versucht, an Hamilton vorbeizukommen. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier vorne. Denn die sind ja schon wirklich fast 2 Sektoren gefühlt schon nebeneinander. Und jetzt kommt Bottas final außenrum vorbei. Ja, und jetzt sehen wir hier Ricardo gegen Hamilton. Beide mit DRS, glaube ich. Also jetzt hier richtige Sprintrennen. Auf dieser Geraden. Wer kann sich durchsetzen, ist die Frage. Ricardo jetzt in der langsamen Kurve. Hamilton muss außen vorbeikommen. Jetzt Hamilton in. Aber es ist immer noch nicht vorbei. Die sind jetzt schon fast die ganze Runde dabei, hier Seite an Seite zu fahren. Und jetzt kriegt Ricardo in die Nase vorne und kommt erst an Hamilton vorbei, aber das ist auf alle Fälle mal ein richtig episches Duell, muss ich sagen. Jetzt muss Hamilton sogar eher aufpassen, dass er nicht noch hinten von Norris überholt wird. Das wäre natürlich jetzt auf einmal so ganz kritisch, aber nee, passiert nichts mehr. Runde 5 wird Alonso hinter uns, also die Alpine da haben sich auch ein bisschen abgewechselt. Aber auch Alonso kommt da innen nicht an uns vorbei. Wir können wieder außenrum verteidigen. Aber ja, wie gesagt, ist halt die Frage, wie lange das noch klappt. Die nächste Gerade, Alonso gleich wieder mit dem Versuch da. Wieder außenrum in diese langsame Kurve. Wir verteidigen innen rein. Und können uns erstmal weiterhin vor ihm halten. Dass sogar die beiden Alpinen da hinter uns wieder so ein bisschen bekappeln. Con und Alonso, das gibt uns natürlich auch mal wieder vielleicht eine ganz kleine Verschnaufpause. Wo Con kommt jetzt wieder vorbei an seinem Teammate Alonso, aber ja, auf alle Fälle weiß ich nicht mehr, wie lange das gut geht. Jetzt Runde 6 sind wir vorne. Hamilton versucht hier zurückzukommen auf oder ja, gegen Ricardo hier rein in die Kurve. Ricardo kann aber noch da so ein bisschen seine Nase reinhalten, jetzt auch hier Seite an Seite durch diese langgezogene schnelle Kurve. Gerade eher Tendenz zu Ricardo, jetzt geht es aber nach innen rein in die Kurve. Und da kann Hamilton sich wieder durchsetzen. Also Hamilton jetzt wieder Dritter. Hinter Bottas und Verstappen, Runde 7. Jetzt sind wir wieder Ocon, der da versucht gegen uns anzugreifen. Auch wieder mit DRS. Also ja, es ist einfach nur noch Dauerstress für mich. Hier kriegt er zwar nicht wirklich einen Angriff hin. Aber ja. Es ist natürlich auch nicht gerade förderlich für unser ERS. Runde später, diesmal wieder Alonso, der es da versucht. Irgendwie Ocon sogar von Alonso und Stroll überholt. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ja. Nun sehen wir es hier gerade nicht so schön. Auf alle Fälle könnt ihr euch, glaube ich, denken, da seht ihr es auch. Alonso, der wieder versucht hat, vorbei zu rauschen. Aber wir sind gerade noch so schnell genug, um dagegen zu halten. Runde 10 jetzt aber der Fight um den. Oder um die Führung des Renns. Bottas, der Verstappen überholt hatte, jetzt versucht Verstappens, aber wieder gegen Bottas. Innen rein, auch hier wieder in diese Kurve. Bottas hält aber erstmal dagegen. Aber da wird sich ja auch noch was tun. Mal schauen, schafft Verstappen hier noch irgendwas? Sieht gerade eher nicht so aus. Ne, und dann selbe Runde, glaube ich, oder Runde 11 dann.
Wie der Ocon, der da diesmal richtig an uns vorbeikommt. Jetzt müssen wir versuchen, da in den Dive noch reinzumachen und wieder vorbeizukommen. Schaffen wir auch wieder. Also irgendwie die AI in diese, ja, doch zweite Kurve, die erste ist auf dieser Geraden, noch nicht so stark wirklich. Also da kommt man doch irgendwie immer vorbei. Jetzt aber dann auch Runde 11. Wir kommen rein für unseren Boxenstopp. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Reifen das war. Hinter uns folgt uns Alonso, glaube ich, auch noch mit in die Box. Also jetzt wird das jetzt ein richtiger Fight zwischen den Boxenstopp-Crews. Da geht Alonso rein. Raikön geht auch rein. Genauso wie, glaube ich, Tsunoda oder Gasly. Kommt zwar ein bisschen Rauch bei uns raus, aber ja, ihr seht, also eigentlich habe wirklich nur das Spiel dazu gesorgt, dass wir überhaupt vor Alonso rauskommen. Also sind sogar ineinander. Also in Wirklichkeit ist das schon eher Anzeichen für Leads, was wir da gemacht haben und auch im Crash gekommen. Aber naja, jetzt müssen wir aber gleich bei der Ausfahrt schon wieder gegen Alonso verteidigen. Aber ja, mal schauen, wie das dann nachher auch wieder aussieht. Jetzt sind wir hier erstmal vorne. Platz eigentlich hier im Renngrad um Platz 1, aber es ist übersetzt eigentlich gerade nur für Platz 2. Hamilton, der versucht dann Verstappen vorbeizukommen, weil Bottas jetzt als einziger von den Top 3 schon in der Box war. Die beiden müssen noch. Und ja, jetzt sind wir hier. Hamilton, der sich hier versucht gegen Verstappen durchzusetzen. Verstappen kann da außenrum noch so ein bisschen seine Nase reinhalten. Jetzt Verstappen in, Hamilton außen. Geht aber noch weiter, der fährt immer noch beide Seite an Seite, aber jetzt kann sich Verstappen erstmal wieder vor Hamilton setzen. Aber ja, hier auf der geraden halben Sektor zu halbwegs später versucht Hamilton es wieder mit DRS. Und ja, schafft das hier jetzt auch vorbeizukommen an Verstappen. Die werden sicherlich gleich auch dann beide an die Box kommen, die beiden wiederum mit Medium-Reifen gestartet, deswegen die dann höchstwahrscheinlich dafür für einen Stopp auf Soft-Reifen. Aber ja, Runde 15 sehen wir wieder Ocon, diesmal wieder, der hinter uns ist. Ist er sogar ganz schön rausgewackelt ist, also kriegst du fast schon ein bisschen Flashbacks von Monster, was der Tifi da gemacht hat. Das ist sein Auto hier aber nicht in die Mauer. Aber ja, weiter geht's. Runde später wieder Ocon, der da versucht an uns vorbeizukommen, und ihr seht auch, Alonso ist da auch mittlerweile sehr nah dran. Ocon da, und jetzt Alonso versucht da außen Ocon, und da gibt es eine Kollision zwischen den beiden Alpinen, und Ocon kommt da noch irgendwie in uns rein. Ja, das schauen wir uns gleich nochmal an, was da los war. Wir eigentlich ohne Schaden davon gekommen, aber was ist da los? Also Hilfe. Ich saß da im Auto und dachte auf einmal, was ist da los? Jetzt hier Alonso und Ocon kommt da irgendwie reingewackelt, und also ich sehe da die Chance, Schuld schon irgendwie bei Ocon, weil ich habe den eigentlich meiner Meinung nach zumindest genug Platz gelassen. Hier sind wir jetzt nochmal Ocon, und jetzt seht ihr unten rechts im Rückspiegel da Alonso, und er geht hier einfach irgendwie rüber rechts. Na gut, okay, ich bin auch irgendwie schon so ein bisschen reingefahren, aber es war halt schon eigentlich eher so Zange zwischen den beiden. Also ja, auch eine sehr kuriose Szene. Damit musste, glaube ich, Ocon sogar in die Box. Ich glaube, Alonso konnte weiterfahren, aber hat dadurch natürlich auch ein paar Plätze verloren. Sitzt links auf Platz 17. Ja, deshalb müssen wir jetzt aber hier gerade Latifi überholen. Der war noch nicht an der Box, glaube ich. Schaffen wir auch locker hier innen rein. Keine Probleme. Aber ja, jetzt haben wir schon über 6 Sekunden Rückstand aufs Pool auf Platz 10. Also ja, ist die Frage, ob wir da noch rankommen. Ich denke mal eher nicht. Deshalb sind wir jetzt aber Kampf für Platz 3. Hamilton gegen Norris. Norris kann sich erstmal noch behaupten. Also wäre aktuell ein Doppelpodium für McLaren, was natürlich wieder ein sehr, sehr starkes Ergebnis wäre für das Team aus Großbritannien. Aber ist die Frage, ob Norris das jetzt gegen Hamilton halten kann. Tendenz 9, hier sehen wir wieder Hamilton, der versucht mit DRS vorbeizukommen, das Duell der beiden Briten. Und ja, der Erfahrenere kann sich durchsetzen. Hamilton jetzt wieder vorne.
Der Sets müssen aber jetzt auf einmal gegen Tsunoda verteidigen, der dahinter uns jetzt aufgetaucht ist, nachdem die beiden Alpine sich da rausgequetscht haben. Und er kommt da auch erstmal vor uns, können wir da vielleicht noch wieder einen Dive machen. Jo, können wir. Es ist, ist natürlich alles sehr unriskant, was ich da mache. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt Runde 20, Hamilton da auf dem Durchmarsch, versucht er jetzt auch den anderen McLaren mit Ricardo Platz zu machen oder zu überholen zumindest. Ricardo kann da erstmal noch ein bisschen gegenhalten. Immer noch so ein bisschen Seite an Seite da. Jetzt hat Ricardo die Innenlinie und kann sich tatsächlich auch erstmal nochmal vor Hamilton halten. Also das auf alle sehr gut, was der Australier da macht, aber ja. Hier nun hier auf der Langgeraden mit DRS feuert Hamilton da alles raus und kommt jetzt auch am Australier vorbei. Da ist jetzt dann doch kein großes Problem. Runde 23 jetzt sogar das interne Duell der beiden McLaren. Wir jetzt hier gerade im Cockpit von Lando Norris. Seite an Seite die beiden McLaren hier durch diese schnelle Kurve. Sehr, sehr schönes Bild. Mit McLaren habe ich auch ein paar Sympathien hier. Mag ich auch ganz gern das Team. Und ja, Norris bleibt erstmal tatsächlich hinter Ricardo. Aber ja, jetzt wieder hier Runde 26 mittlerweile. Norris diesmal wieder mit DRS rein in diese langsame Kurve, aber kann sich schon vorher durchsetzen. Also damit nun wäre Tun Norris, Gott sei Deutsch, wäre Norris jetzt auf Platz 3 hinter Bottas und Hamilton, also ist wahrscheinlich wieder Doppelsieg für Mercedes. Aber ja, wir können auf alle Fälle an Stroll nicht mehr vorbeikommen, der ist mittlerweile schon 15 Sekunden vor uns. Also leider wird es wahrscheinlich wieder dieser unglückliche 11. Platz. Sind jetzt nochmal zu Noda, aber der zu weit weg, als dass er uns nochmal gefährden kann. Damit er auf alle Fälle kein Problem mehr für uns, wir werden also damit 11. Aber ja, hier sehen wir den verdienten Rennsieger Valtteri Bottas, der als erstes über die karierte Linie kommt, vor seinem Teamkollegen Hamilton und eben Lando Norris, der das Podium komplett macht, knapp vor seinem Teamkollegen Ricardo. Leclerc wird noch 5. vor Sainz, Verstappen nur 7. tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, wir leider nur 11. Also da beendet, wo wir es eben auch gestartet haben, das Rennen. Alright, race over. Take care of the car on the way in. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for Driver of the Day? Yuki Tsunoda gets my vote today. It's time to check out the Constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. There was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. Ja, das war also der große Preis von Russland und wir sind mal wieder 11. Wie wunderbar. Also wieder keine Punkte für uns. Aber ja, auf alle Fälle trotzdem, glaube ich, oh, trotzdem ziemlich vernünftiges Rennen, spannendes Rennen, vor allem konnten Tsunoda immer ein Abhalten davon, uns zu überholen. Dann hatten wir noch den Crash zwischen den beiden Alpinen. Ich habe mir das jetzt schon
dann gleich im Rennen nochmal in der Wiederholung angeguckt. Da habe ich jetzt aber nicht meine Schuld gesehen. Ich glaube, das war irgendwie Ocon, der da irgendwie rechts reingefahren ist in Alonso, und die beiden sind ja sogar noch in mich reingefahren eher. Also ich war froh, dass ich da keinen Schaden hatte. Aber ja, Ekin wird noch 14 da. Die beiden Mercedes mal wieder mit dem Doppelsieg. Bottas vorne, der auch in der Rangliste, in der Fahrerrangliste, damit wieder seine Führung ausbaut. McLaren auch starkes Ergebnisse 3 und 4 mit Norris und Ricciardo. Dadurch haben die dann auch tatsächlich jetzt Red Bull als zweitbestes Team abgelöst. Aber das auch sehr verdient, weil Red Bull echt schwach ist, muss ich sagen. Aston Martin überholt noch Alpha Tauri ebenfalls in der Konstrukteursmeisterschaft hier. Dadurch jetzt Aston Martin 5 und Alpha Tauri 6. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht da auch irgendwie nochmal was reißen können. Gibt ja immerhin für die einzelnen Plätze auch immer mehr Preisgeld, deswegen das wäre schon schön, wenn wir zumindest vielleicht noch 6 anstreben können, aber es wird natürlich richtig schwer. Aber ja, dann schauen wir mal, ob es diesmal mal wieder ein Interview gibt. War das ein aufregendes Rennen? Wie war es aus Ihrer Sicht? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Die Formel 1 ist natürlich ein Teamsport und wir haben uns alle extrem angeschränkt, ne? Hm. Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es sich heute geschlagen? Die Leistung war weit über allen Erwartungen. Also Doppelsieg. Die Leistung war nicht annähernd so gut wie sonst. Nein, weit über den Erwartungen natürlich. Klasse, das war dann alles. Nein, also die waren natürlich nicht ansatzweise so gut wie sonst. Ja gut, ich glaube, Con hat jetzt bald die Rivalität auch gewonnen. Ich glaube, da muss ich mir nicht mehr so viel Hoffnung machen. 25 zu 20, das könnte jetzt sehr knapp werden, wenn er nicht noch die ganzen nächsten Rennen noch irgendwie ausscheiden sollte oder so. Anerkennung sind wir jetzt irgendwie bei 13,5. Bei 15 schalten wir wieder den nächsten Sponsor frei. Apropos Sponsor, kriegen wir da noch ein bisschen Geld? Ne, wir haben weder noch die Ziele erfüllt. Das ist natürlich toll. Abzüge für Schäden kriegen wir auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich mein Auto auch so angefühlt, als hätte ich irgendwie ein bisschen Schaden gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo mal mit dem Unterboden zu doll über irgendeinen Hubbel gekommen bin oder irgendwie so, I don't know. Aber, naja. Ja, das war also dieser Grand Prix. Dann würde ich mal sagen, war es das jetzt aber auch mit der Episode. Dann können wir beim nächsten Mal auch gleich unser Sponsoring erneuern. Weil da anscheinend irgendwie die beiden auslaufen oder irgendwie sowas. Aber ja, denn auf alle Fälle, wie immer, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao, ciao. Dann geht's dann nach Singapur, auch ein Stadt-Grand Prix. Wirklich, denke ich mal, spannendes Rennen mit Safety Car Wahrscheinlichkeit. Aber naja, bis dahin, Leute. Macht's gut, ciao, ciao.